Atos Devic, 30-27 Heimsieg. Erster Heimsieg für dich als Trainer. Wie hat sich's angefühlt? Ich bin natürlich überglücklich, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten. Wir waren jetzt zweimal nah dran im Heimspiel gegen Bad Schwartau und letzte Woche auch in der Endphase in Nordhorn. Und ich bin froh, dass wir heute das Spiel gewonnen haben. Was hat letztendlich dann den Unterschied ausgemacht zu den zwei Spielen davor, die wir dann leider verloren haben? Ja, ich glaube, heute haben alle, die in der Halle waren, gespürt, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und wir haben uns in keiner Phase des Spiels hängen lassen, haben uns fokussiert auf das, was wir uns vorgenommen haben und hatten auch in der zweiten Halbzeit das Quäntchen Glück, wenn ich an die Abraller-Situationen denke, dass sie dieses Mal bei uns gelandet sind und wir dann auch die Tore gemacht haben. Wenn wir jetzt vorausblicken, die nächsten Spiele, wie siehst du die nächsten Spiele? Ja, das wird kein bisschen einfacher. Nächste Woche spielen wir in Hamm, auch eine sehr starke Mannschaft zu Hause. Und in zwei Wochen kommt Bittenfeld. Die Aufgaben werden nicht einfach. Wir müssen genau mit der gleichen Einstellung eingehen und versuchen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.